Hey Leute, euer Weiser hier mit einem neuen GTA 5 Video. Und zwar, ja, die Open Lobby Glitches sind gepatcht worden. Also das Video, was ich hochgeladen habe, ist gepatcht. Es gibt eine Methode, leider nur auf der PlayStation 4 momentan. Und zwar, wenn einer von euch gerade mein Video guckt und der spielt auf der PlayStation, nicht auf der Xbox One, müsst ihr bei euch die MTU-Einstellung ändern auf 7000 plus, also am besten so zwischen 7000 und 8000 und macht am besten irgendwie eine Zahl, zum Beispiel 7159 oder so, irgendwie sowas. Und ihr geht erstmal in die Story, also in die Story von GTA 5 und dann stellt ihr das in den Einstellungen von eurer Konsole ein, also auf der PlayStation 4 und dann gebt ihr den Wert ein, also Standardwert ist 1500. Und dann sucht ihr eine Lobby und seid in der eigenen Lobby, weil halt die Spieler ja anderen MTU-Wert haben als ihr. Und somit habt ihr dann eine eigene Lobby und wenn ihr wieder spielen wollt mit anderen Spielern, müsst ihr den MTU-Wert auf 1500 umstellen. Das Ganze habe ich mal angeguckt auf der Xbox One, ich weiß nicht, ob ich da was finde, also ich habe da nichts gefunden, ich habe einmal kurz rüber geguckt, vielleicht gibt es ja den MTU-Wert ja doch irgendwie. Ich habe nochmal ganz kurz auf YouTube danach geguckt, aber auch nichts gefunden. Also, wenn ihr auf der Xbox One spielt, wenn ihr eine schlechte Leitung habt, könnt ihr durch eure Leitung eine Lobby kriegen, indem ihr halt, ihr geht einfach online und wenn ihr online seid, habt ihr so eine schlechte Verbindung, dass alle Spieler rausfliegen. Das hatte ich früher auch gehabt auf der 360 und dann sind alle rausgeflogen und somit habt ihr eine eigene Lobby. Ich würde sagen, macht euer PC oder was auch immer, Laptop, Tablet und macht richtig viele Tabs auf mit YouTube und guckt Videos. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ein bisschen nachgedacht und habe mal gedacht, wie kann man denn, wenn man eine schlechte Leitung hat, kommt man in eine privaten Sitz, also in eine Open Solo Lobby. Und wenn man jetzt irgendwie eine schlechte Leitung hat, wenn man seine Leitung mit YouTube-Videos und so runterzieht, die ganzen Mbits und so alles, dann dürfte doch eigentlich die Lobby quitten, also die Leute, oder ihr fliegt raus wegen eurer Verbindung. Also probiert das einfach mal aus und informiert mich mal bitte darüber. Weil ich weiß ja nicht, wer von euch eine mittlere Leitung hat, die da irgendwie bei einem YouTube-Video schon irgendwie bei Black Ops 3 One Bar oder Two Bar hat. Also würde mich ganz, also würde mich sehr interessieren. Und das war's eigentlich von dem Video. Ich schaue die Tage nochmal, ob ich irgendwie eine Lösung finde, wie man eine Open Solo Lobby auf der Xbox One bekommt, ohne irgendeine schlechte Leitung zu besitzen oder den MTU-Wert zu finden, weil den MTU-Wert gibt es ja wahrscheinlich wirklich nicht auf der Xbox One. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ich warte jetzt noch ein paar Tage, ich gucke sonst auch nochmal selbst nach, vielleicht finde ich ja was. Deswegen, ich habe ein bisschen nachgedacht, habe gedacht, dass man vielleicht seine Leitung runterzieht mit ganzen YouTube-Videos und dadurch eine Lobby entsteht. Da habe ich jetzt nachgedacht nochmal, also viele, also ein paar Leute von euch, beziehungsweise ich glaube es waren nur zwei, haben ja geschrieben, dass der Glitch nicht mehr funktioniert und ich habe ja gesagt, ich suche nochmal nach und habe dann ein bisschen nachgedacht, wie könnte man denn eine Solo-Lobby kriegen und ja, das ist dann so gekommen, wie ich jetzt gesagt habe. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, ob das bei euch geklappt hat, dass ihr euch ein paar Tabs anguckt, also YouTube-Videos mit mehreren Tabs auf und schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, ob das irgendwie funktioniert oder irgendwas bewirkt hat. Wenn nicht, dann weiß ich Bescheid. Das war's eigentlich von dem Video. Euer Riser. Tschüss.